Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks. Wir sind in der Schweiz und im heutigen Video möchten wir euch mal zeigen, was die Schweiz so kostet. Also wir zeigen euch, was wir beim Essen bezahlen, was wir so an Unterkunft bezahlen und wie viel sonst das Leben hier in der Schweiz so kostet. Wer es von euch noch nicht mitbekommen hat, wir sind momentan mit dem Interrail-Ticket unterwegs und fahren durch Europa. Also unser erster Stop ist die Schweiz und wir waren schon in Zermatt. Und Zermatt, muss ich dazu sagen, ist sehr, sehr teuer. Wir haben dort für zwei Nächte 340 Euro bezahlt in einem, ja, ich glaube, 3-Sterne-Hotel war das. Wir hatten zwar einen schönen Blick auf das Matterhorn, aber trotzdem 340 Euro für zwei Nächte ist schon sehr happig. Ja, wir waren dann noch essen und da haben wir bezahlt 95 Euro und es war wirklich, es waren nur Vorspeisen. Dann waren wir am Abend noch Pizza essen und da haben wir bezahlt 25 Euro für eine Pizza und das fand ich dann doch ein bisschen krass. Also in Deutschland kostet eine Pizza, ich glaube, 8 Euro oder so, aber 25 Euro ist schon sehr, sehr viel, oder? Also schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in der Schweiz wart und ob ihr das auch so teuer empfindet. Also die Schweiz ist meiner Meinung nach schon sehr teuer, zumindest als Reiseland, weil als Schweizer verdient man natürlich auch mehr. Dann fällt es natürlich auch nicht so auf, wenn eine Pizza 25 Euro kostet. Aber für uns ist es wirklich sehr viel Geld. Heute sind wir in Bern unterwegs und möchten euch mal mitnehmen und zeigen, was hier Bern so kostet oder überhaupt generell die Schweiz. Wir sind gestern hier angekommen in diesem schicken Hostelzimmer. Also wir haben uns ein Doppelzimmer genommen, weil wir keine Lust auf einen Dorm hatten. Und hier im Doppelzimmer bezahlen wir jetzt, ungelogen, haltet euch fest, 280 Euro für zwei Nächte in einem Hostel. Das ist tatsächlich nur ein Bett und wir teilen uns sogar noch das Bad und die Toilette. Und wir sind dann mit dem Bus hierher gefahren und an der Rezeption wurde uns dann gesagt, dass wenn man vom Bahnhof oder vom Flughafen zum Hotel fährt und eine Hotelbestätigung hat, also so eine Reservation, dann bezahlt man auch keinen Transfer. Also man kann hier vom Flughafen oder vom Bahnhof kostenlos zum Hotel fahren und auch wieder zurück. Also das ist natürlich schon sehr sympathisch. Also Bern ist mir sympathisch. Und dann haben wir auch noch, zeige ich euch, hier so Bärentickets bekommen und mit diesen Bärentickets kann man kostenlos die komplette Stadt mit den Öffentlichen befahren. Also man steigt einfach in den Bus, man steigt einfach in die Tram und fährt dann kostenlos durch die Stadt. Und das ist natürlich schon klasse, also da habe ich mich gefreut. Ja, und jetzt werden wir dann auch gleich losstarten. Wir fangen erstmal an mit dem Frühstück. Also wir werden jetzt erstmal frühstücken gehen und euch mal zeigen, was so ein Kaffee kostet, was so ein Frühstück kostet. Ich bin selber mal gespannt, was wir jetzt auf den Tisch legen müssen. Aber könnte wieder ein teurer Spaß werden. Bevor wir aber jetzt losstarten, möchte ich euch noch ein paar Fotos zeigen, die wir gestern gemacht haben, denn die sind sehr, sehr cool geworden. Ich zeige euch die mal. Ja, so sehen die Fotos aus. Einmal hier, dann haben wir hier noch ein sehr schönes Foto von uns beiden und hier ist die längste Hängeseilbrücke der Welt. Wir sind da ja hingewandert in Zermatt. Dann haben wir hier noch ein schönes Foto, das gefällt mir sehr gut, auch hier mit den Blumen. Hier haben wir noch ein schönes Fenster erwischt. Und hier auch, also es sieht aus wie im Bilderbuch, hier noch eins gemeinsam, also ich bin begeistert. Und wir werden auch sehr häufig gefragt, wie wir unsere Fotos bearbeiten und wir haben tatsächlich eigene Presets erstellt, die verlinken wir euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung, guckt da gerne mal vorbei. Ihr braucht dazu nur Lightroom Mobile und die App ist kostenlos, dann ladet ihr euch die Presets herunter und könnt genauso wie wir eure Fotos einfach individuell gestalten und wir nutzen eben die Fotos auf Instagram und dann hat man eben einen sehr individuellen Look auch. Also wenn man so auf das Feed guckt, dann sieht es sehr einheitlich aus und dafür sind eben Presets auch gedacht, damit man eben so einen einheitlichen Look hinbekommt. Guckt gerne mal vorbei auf unserer Preset-Seite, da ist auch eine Anleitung mit dabei, wie ihr die Presets dann benutzen könnt und wie ihr sie herunterladen könnt, also guckt da gerne mal rein. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir los. Also ich habe Hunger, ich möchte auch einen Kaffee. Also ihr wisst ja, ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und deswegen brauche ich jetzt einen Kaffee. So, bis gleich. Guten Morgen auch von mir. Wir sind eigentlich jetzt gar nicht mehr guten Morgen, es ist schon mittags. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Frühstück. Wir haben noch vorher ein paar Dinge erledigen müssen, ein bisschen was gearbeitet und jetzt gehen wir frühstücken. Und da wir ja gesagt haben, wir zeigen euch heute so ein bisschen, was die Schweiz kostet, beziehungsweise was Bern kostet, fangen wir gleich mal an und zeigen euch, was eine Fahrkarte kostet. Wir zahlen ja nichts, aber wir zeigen euch, was es normalerweise kosten würde hier in Bern. Und zwar, einmal eine Kurzstrecke kostet
2,60 und eine Tageskarte 13. Also ich glaube 2,60 kostet es in München auch. Und 13 für eine Tageskarte ist, glaube ich, schon ein bisschen teurer als jetzt in München, was wir so beurteilen können. Ja, und Schweizer Franken und Euro sind übrigens mittlerweile fast gleich von der Umrechnung her. So, wir sind jetzt in einem Café, wo es ein Buffet gibt, und ich zeige euch mal, was ich mir alles besorgt habe. Schaut mal her. Hier einmal eine Semmel, dann Brokkoli und einen Tomaten-Avocado-Salat. Dann habe ich hier noch Artischocken und einen Himbeerkuchen, Erdnussbutterkuchen und einen Pflaumenkuchen mit Vanillesoße. Also es sieht schon sehr, sehr lecker aus. Dann haben wir hier noch einen Hafermilch-Cappuccino, genau, und einen Sojajoghurt mit Früchten drin. Und das Ganze hat gekostet hier 25 Schweizer Franken. Und es ist meiner Meinung nach nicht sehr günstig. Also für ein Frühstück 25 Schweizer Franken, ich glaube so 22 Euro oder so. Also es ist schon sehr, sehr hochpreisig. Also die Lisa besorgt sich jetzt auch noch was, und dann zeige ich euch, was sich die Lisa alles auf den Teller gepackt hat. Und das hat sich die Lisa besorgt. Hier auch wieder Sojajoghurt und dann, ich glaube, das ist eine Mango. Hier noch ein bisschen Salat und Tofu und eine Frühlingsrolle. Und Hummus, glaube ich, ist da hinten, oder? Lisa, nicht hier Insta-Story machen. Ja, das ist Mandelfrischkäse und das ist Meerrettichaufstrich und dann so Avocado, Tofu, Sommersalat. Ja, lecker. Hafermilch-Cappuccino. 23 Schweizer Franken. Was sagst du jetzt dazu? Ja, schon teuer. Irgendwie. Schon teuer. Aber. Was soll ich sagen? Wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. Wir sind ja gerade in der Altstadt von Bern unterwegs und hier gibt es überall so süße kleine Eingänge zu Geschäften, die quasi so im Keller sind. Und da waren wir jetzt auch gerade in einem. Und ich zeige euch, was wir gefunden haben. Ich brauche Hilfe. Kannst du mir das rausgeben, bitte? Ja. Hier einmal. Schau mal. Haben wir gekauft. Ein kleines süßes Bild, selbst gemacht von einer Frau aus Bern. Ist quasi eine Pflanze, die vergoldet wurde. Und das Ganze dann einen schönen Rahmen gepackt wurde. Und so sieht das aus. Voll schön. Und das werden wir dann auch aufhängen. Wir werden ja nächste Woche unsere Wohnung umgestalten und wollen versuchen, so viel gebraucht zu kaufen, wie wir finden quasi. Und dann haben wir noch eine Postkarte gekauft für meine Oma. Also ich habe die gekauft. Und ja, was haben wir bezahlt? Ich glaube 2 Franken für die Postkarte und für das Bild 26 Franken. Nicht ganz günstig, aber dafür ja auch selbst gemacht. Regional quasi, nachhaltig und wunderschön, wie ich finde. Another perfect ending to another perfect day. Tomorrow's found me waiting, expecting it that way. You may want 4 walls, well I need a place to stay. When the birds are singing. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, wir holen uns ein Kevele und einen Saft. Und was der ganze Spaß kostet, weiß ich noch nicht. Aber wir werden es euch gleich mitteilen. Also wir haben jetzt hier 2x einen Hafermilch-Cappuccino und einen Apfel-, Orange- und Karottensaft. Also lecker ist er schon mal. Wir sind jetzt übrigens, also eigentlich wollten wir zum, wie heißt das, Kaffee Montag, aber da ist jetzt ein anderes Café drin, also ein Pop-Up-Café, und zwar heißt es Röstwerk.
und soll wohl auch sehr gut sein. Und da sitzen wir jetzt draußen und genießen das Leben. Sehr schön hier übrigens. In Bern, wir fühlen uns sehr wohl. Wenn ihr mal nach Bern kommt, dann müsst ihr unbedingt in das Café gehen und auf die Toilette gucken. Mhm. Also das ist auf jeden Fall so ein besonderer Ort. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine Toilette ein besonderer Ort ist, aber diese Toilette definitiv. Bärenbewohner. Bärenbewohner. Weiß man, was sich auf dieser Toilette abspielt. Also guckt da gerne mal vorbei. Und wir haben jetzt bezahlt, Lisa, wie viel haben wir bezahlt? 35 Schweizer Franken. Für 2 Kaffees, ein Saft, 2 Birka-Müsli. Aber ein ganz kleiner Müsli. Also es war aber wirklich bloß so ein ganz kleines. Es war gut. Aber 35 ist meiner Meinung nach auch schon wieder viel. Also ich erwähne ja die ganze Zeit, dass das sehr teuer ist, aber es ist auch sehr teuer. Also man muss schon dazu sagen, wie viel Geld haben wir bis jetzt ausgegeben heute eigentlich? Was schätzt du? Über 100 auf jeden Fall. Ja, über 100 haben wir schon ausgegeben. Über 100 definitiv. Und wir waren noch nicht mal Abendessen. Ja. Also, und ins Kino wollen wir vielleicht heute auch. Gehen wir noch ins Kino? Also ich hätte schon Lust. Ah, ich hätte auch Lust, aber wir müssen gucken, wann was läuft. Und ich muss die Postkarte eigentlich noch verschicken. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Schaut mal, Leute. Das ist einfach ein Bärengehege mitten in der Stadt. Hier unten, seht ihr den? Wo? Ach, da ist noch einer. Hier. Hier laufen einfach mal Bären rum, ich glaub's ja nicht. Ja, der Bärengraben, so nennt sich das hier, ist auch kostenlos. Also, wenn ihr in Bären seid, könnt ihr euch Bären angucken. Und wir waren gestern auch noch im Freibad. Also, es sind einige Freibäder auch noch kostenlos. Was ja sehr sympathisch ist. Also, Bären macht auf jeden Fall schon mal was richtig. Da können sich deutsche Städte einiges abschneiden. Ja, wir sind jetzt zu einem Aussichtspunkt gewandert und von hier aus hat man eine sehr schöne Aussicht über Bern. Guckt euch das mal an. Hier. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Wir haben uns jetzt ins Hotelzimmer verzogen und ein bisschen gechillt und gearbeitet. Und jetzt gehen wir was essen, denn der Magen knurrt und ich habe Hunger. Und die Lisa, wenn Hunger hat, wird sie ungemütlich. Deswegen fahren wir jetzt was futtern. So, und wir schlafen. Du bist ungemütlich. Ich werde sehr ungemütlich, wenn ich nichts zu essen bekomme. Deswegen hier, ab jetzt. Und wir schlafen übrigens im 77 Hostel, so glaube ich heißt es. Und das Hostel verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Also wenn euch so eine Schweizreise bevorsteht und ihr nach Bern kommt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. So. Und jetzt habe ich ein leckeres Restaurant rausgesucht. Ich hoffe, das hat offen und ich hoffe, das gibt es überhaupt noch. Weil manchmal ist es ja so, wir fahren dahin und dann gibt es das gar nicht mehr. Aber ich bin guter Dinge und freue mich schon aufs Essen. Ja, wie erwartet, gab es das Restaurant nicht mehr. Und jetzt gehen wir zu einem Inder. Ich glaube, ich habe mir das manifestiert. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass es das nicht mehr gibt und jetzt gab es es wirklich nicht mehr. Klasse. Ich sterbe vor Hunger, ich habe so Hunger. Also wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. So, ich bin jetzt überglücklich, denn unser Essen ist da und ich habe mir Alu Gobi bestellt. Hier mit Reis und Naan. Und die Lisa hat sich, ich glaube, das ist Aubergine, oder? Ist das überhaupt? Ich glaube, Aubergine, Papadams, glaube ich, heißen die. Oh, das sieht so lecker aus. Und ich muss dazu sagen, Indisch ist mein Lieblingsessen. Also ich liebe Indisch. Und Italienisch? Oh, ich glaube, Indisch ist da schon nochmal eine Nummer geiler. Auf jeden Fall, wir werden uns das jetzt schmecken lassen und euch später dann sagen, wie viel es gekostet hat. So, also wir haben jetzt fertig gegessen. Das war sehr lecker. Und wir haben bezahlt 52 Schweizer Franken, oder? Unglaubliche 52 Schweizer Franken. Ja, also es ist schon teuer, aber es geht. Wir haben auch schon mal mehr bezahlt hier. In Zermatt haben wir einmal sogar 95 Euro bezahlt. Für unser erstes Abendessen. War aber auch sehr gut, muss man dazu sagen. Und jetzt wollen wir noch Nachtisch, also Dessert. Und deswegen gehen wir zu dem Restaurant, wo wir heute Morgen schon waren, beziehungsweise Mittag, und schauen, ob es da noch Kuchen gibt. Ich glaube, wir haben schon so viel Geld ausgegeben, die ganze Zeit eigentlich. Wenn man die Reise so jetzt zusammenrechnet, also die Tage, in denen wir so durch die Schweiz gereist sind, haben wir bestimmt 5 Tagen, ich weiß es nicht, 1.500 Euro oder so ausgegeben.
Ja. Das geht gut. Das geht wahrscheinlich hin. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt zu dem nächsten Restaurant und essen da noch Nachtisch. Wir haben uns jetzt noch einen Nachtisch besorgt. Ich habe mir hier so ein Schokoeis geholt und die Lisa, ich weiß nicht, ich glaube Nusskuchen sollte das sein. Und für die zwei Sachen haben wir jetzt 5,60 Euro bezahlt. Ja, das werden wir uns jetzt zu Gemüte führen und dann gucken wir weiter. Da kommt noch mehr. Ja, Müsli, das hatten wir heute auch schon in der Früh, das ist so lecker. Und Wasser gibt es umsonst. Und das Müsli hat gekostet 4,40 Euro. Naja, ist aber eine kleine Portion auf jeden Fall. Aber so lecker. Also, wir haben jetzt alles aufgegessen und der Tag ist auch bald zu Ende. Es ist jetzt fast 21 Uhr. Wir gehen jetzt dann nach Hause, werden heute, glaube ich, kein Geld mehr ausgeben. Wir haben eh genug ausgegeben. Wir haben nämlich gerade alles mal zusammengerechnet. Zeig mal her, ich bin gespannt. Also, wir sind bei 195 Euro. Für Essen, für meinen Lippenbalsam und für das Bild. Ja, und Essen, Kaffee, genau. Und mit Unterkunft, also plus 125 Euro für eine Nacht, sind wir heute bei 320, okay, Franken. Wie viel sind 320 Franken? Ich glaube 300 Euro. Sowas. Ja, es ist auf jeden Fall einiges, was wir ausgegeben haben. Und das Ganze mal 5. Dann sind wir wahrscheinlich wirklich so 1500 Euro werden wir wahrscheinlich ausgegeben haben. Für 5 Tage Schweiz. Und wir haben ja für den Zug nichts bezahlt, weil wir das ja quasi von der Deutschen Bahn bekommen haben. Sonst hätten wir das auch noch zahlen müssen. Ja, also ist schon einiges. Aber wir müssen sagen, es war wirklich schön. Oder ich fand es richtig schön. Du? Ich fand es auch sehr, sehr schön. Also landschaftlich, also, ja. Im letzten Video haben wir so hergezeigt, Zermatt ist landschaftlich schon der Knaller. Ja, also so schön. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie so was Schönes gesehen. Also so eine schöne Berglandschaft. Das war wirklich ein Traum. Und ich möchte auch unbedingt wieder hin. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Hause und sparen wieder ein bisschen Geld für die nächste Reise. Also es war jetzt echt schon viel Geld, aber es war so schön. Wir haben super lecker gegessen. Also ich muss sagen, ich bereue nichts. Keinen Cent. Und ja, das war's auch mit diesem Video. Jetzt würde uns interessieren, was euer teuerstes Urlaubsziel bisher war. Also wo ihr im Urlaub am meisten Geld ausgegeben habt, in welcher Stadt oder in welchem Land. Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr dann wollt, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal schon wieder. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und wenn ihr mögt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch unbedingt unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss!